Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe der Vuelta Ciclista de San Juan. Von San Luis nach Via Mercedes geht's heute. Wir starten also jetzt so richtig in dieses Play mit der ersten Rundfahrt. Und das Ganze machen wir natürlich nicht irgendwie, ist ja klar. Wir gehen gleich mal in die Ausreißergruppe und das mit einem unserer Neuzugänge. Mit Lukas Spengler aus der Schweiz feiert hier sozusagen sein Profidebüt und reiht sich gleich mal hier ein in die Ausreißer des Tages. Mit dabei sind bei dieser Rundfahrt Rafa Stewie, ansonsten natürlich sind mit dabei Rafa Stewie, Mohamed Hassan Al-Mouravi, Zachary Dempster ist erneut dabei, Nathanael Berhane und Al-Ali Ibrahim. Das sind also unsere sechs Mitstreiter, mit denen wir hier bei der Ruta de San Luis, wie sie ja nicht heißt, sondern Vuelta Ciclista de San Juan, an den Start gehen und erfolgreich sein möchten. Ja, zu Beginn stellt sich das schwierig als schwierig heraus, denn Spengler wird gleich mal abgehängt von den beiden, von den drei Ausreißern. Jensen und Pires fahren da hinterher. Na, da zeigt er wieder an. Komm, wir fahren zusammen. Und Spengler, ja, der fährt schon, ja, der kommt schon an sich, von sich aus an diese Gruppe heran. Super, klasse gemacht, Lukas. Kannst dich jetzt erstmal hier einreihen, bisschen chillen und mit die Führungsarbeit übernehmen. Auch Pires, der Brasilianer und Jensen sind mit dabei. Hinten im Feld erstmal Ruhe angesagt. Unsere Mannschaft, wir sollten sie mal gleich mal hier, ne, gleich mal hier so. Wir nehmen wir als Sprinter. Wir haben drei dabei, die es ordentlich können. Al-Mouravi, Stewie und auch Dempster. Ich würde mal sagen, Stewie ist heute mal unser Sprinter, auch wenn sich das nie als gute Idee herausgestellt hat. Probieren wir es heute mal. Und Berhane, das ist natürlich der, ja, den wir uns für die Gesamtwertung sozusagen herausgepickt haben. Der Einzige, der hier am Berg ordentlich ist. Und mit dem versuchen wir hier mal bei der St. Louis Rundfahrt, San Luis, nicht St. Louis, bisschen was zu schaffen, Top 10 oder so. Denn ihr seht, die Startliste ist gut. BMC hat Greg van Avermaet, Damiano Caruso, Rowan Dennis, Daniel Oss heißt er, glaube ich, Richie Port und Nicholas Roach dabei. Dann haben wir bei Bahrain Merida Vincenzo Nibali unter anderem. Henao, Sergio Luis Henao ist mit dabei. Geraint Thomas ebenfalls. Dann Porto Vivo unter anderem am Start. Jakob Fuglsang, Peo Bilbao, den kennen wir natürlich. Und noch viele, viele andere, die hier richtig was drauf haben. Auch unter anderem Peter Wening, der leider nicht bei uns im Team fährt, sondern weiterhin für Roompot am Start ist. Und ja, so gesehen haben wir doch da einiges an Konkurrenz zu befürchten in dieser Rundfahrt. Und wir wollen mal schauen, wie wir uns da beweisen können in unserem ersten richtigen Zweitligarennen als Zweitligamannschaft. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt, wie das so funktioniert. Al-Mouravi holt erstmal die Flaschen. Auch er wird in dieser Saison hin und wieder mal sein Chancen bekommen, auf eigene Kappe zu fahren, so wie jeder in der Mannschaft oder wie fast jeder. Also ich bin da ja sowieso, jeder, der mich kennt aus anderen Let's Plays, der weiß, dass ich sowieso einer bin, der eigentlich mal jedem die Chance gibt, sich irgendwie zu zeigen, sei es in der Ausreißergruppe oder mal als Kapitän zu fahren oder mal sonst wie in Aktion zu treten. Und genauso wird das eben auch bei Mohamed Hassan Al-Mouravi sein, der letzte Saison ja bereits schon mal im PCM 16 hin und wieder die Chance bekommen hat, aber ja, sie nicht immer genutzt hat, sagen wir es mal so. Kai Rural ist nicht mit dabei, gleich mal geguckt. Keiner von den Jungs von Pascal mit dabei, aber ich habe hier gesehen, bei der kolumbianischen Mannschaft, guck mal hier, Ricardo Vilela ist mit am Start bei Manzana Postobon. Also, die Mannen mit den lila-schwarzen Trikots haben also einen alten Bekannten dabei von Kaya Rural bei Pascal und natürlich auch, den haben wir vorhin schon gesehen, Pio Bilbao ist mit am Start für die Mannschaft Astana. Ansonsten schaue ich mal, ob wir hier irgendwen wieder treffen, aber ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, denn die Fahrer, die bei uns weggegangen sind, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr so häufig sehen. Und ja, Edgar Pinto könnte mal passieren, dass wir auf den treffen in dem Rennen. Sprintwertung haben wir jetzt mal missachtet. Ist aber auch nicht so schlimm, da
Mache ich mir sowieso keine Illusion. Das ist jetzt nicht hier das, worauf Spengler sich konzentrieren soll. Pinto ist auf dem Spiel drauf. Auch Francisco Mancebo hat es aufs Spiel geschafft, der in echt bereits wieder ein Team gefunden hat. Also seine Karriere doch noch nicht ganz beendet hat. Der fährt für das Team Rally Cycling in der dritten Liga. In Amerika vor allen Dingen. Und ja, Edgar Pinto fährt für LA Aluminios. Eine portugiesische Mannschaft, auch ein Drittligist. Vielleicht werden wir ihn hier und da mal in den Rennen sehen. Aber dritte Liga, das ist ja nicht mehr das, womit wir uns beschäftigen. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener in der zweiten unterwegs und hin und wieder. Hoffentlich auch mal in der ersten Liga. Ich habe gesehen, für Paris Nizza gibt es 6 Wildcard-Bewerber. Eine freie Wildcard-Stelle gibt es. Kann sein, dass ich mir jetzt ins eigene Fleisch geschnitten habe, damit, dass ich mit Pascals Mannschaft, mit Kaya Rural, jetzt 19 World Tour Teams ins Rennen schicke, dass wir statt 2 Wildcards dann jeweils nur noch eine sehen bei solchen Rennen wie Paris-Nizza und dass wir damit hier und da die Chance verbaut haben, selbst bei solchen Rennen an den Start zu gehen. Kann sein. Muss nicht sein, aber die Gefahr besteht tatsächlich. Soweit habe ich nicht gedacht. Hätte eigentlich noch ein anderes Erstligateam dann eben zwangsabsteigen lassen sollen. Sowas wie UAE, Abu Dhabi oder sowas. Aber es wäre auch schade drum irgendwo. Und insofern, ey, komm, scheiß drauf. Dann haben wir halt dieses Jahr ein paar Wildcards weniger und in der nächsten Saison hoffentlich dann mit dem Aufstieg steigen wir sowieso in die Liga auf, dass wir solche Rennen dann eben auch fahren können. So, wie viel muss ich denn hier fahren? Schon ein bisschen mehr jetzt langsam, ne? Langsam wird's Rennen schnell. Und Spengler will da natürlich mit reinhalten. Ja, Rafa Stewie, das soll heute mal unser Sprinter sein. Er hat eine ganz gute Tagesform. Dempster hat ähnliche Werte, hat nicht so eine geile Tagesform. Also komm, habe ich mir mal gedacht, komm, Stewie. Ja. Die Mannschaft, die wir dabei haben, ist sowieso nicht das Nonplusultra. Santa Romita fehlt, Hutarovic ist nicht dabei, Verwacke, Brajkovic, da sind schon einige nicht dabei. Aber ihr seht's, wenn wir das mal vergleichen mit der letzten Saison, wir haben einfach in der Breite einen besseren Kader. Es fehlt halt wirklich so an Spitzenfahrern. Es gab ja viele kritische Kommentare bei meiner Teamvorstellung, dass halt so der ein oder andere Topmann schon wirklich fehlt. Und da habt ihr absolut recht, das ist wirklich so. Aber dafür haben wir halt eine sehr, sehr breite Mannschaft, bei der halt viele mal gute Ergebnisse holen können. Und ich hoffe, dass das eben sich dann irgendwie die Waage hält und dass wir dann trotzdem gute Resultate sehen können und sehen werden. Während wir hier bei Al-Ali Ibrahim schon sehen, dass ihm das Tempo langsam wieder zu schnell wird, das ist zu erwarten gewesen, sind wir mal ganz ehrlich. Also von ihm erwarte ich mir definitiv keine Wunderdinge und ich muss dann mal schauen, dass ich bis zur nächsten Aufnahme eventuell diesen Soundbug gefixt bekomme, dass wir keine Musik haben. Das ist nämlich echt ein bisschen trist ohne Musik, muss ich zugeben. So, ich würde sagen, wir machen mal die normale Geschwindigkeit, denn es sind noch 21 Kilometer. Die Sechsergruppe besteht, aber im Feld wird ordentlich Tempo gebolzt und ich bin sehr gespannt, ob die Ausreißer durchkommen. Ich glaube nicht. 20 Kilometer Marke 1,5. Ist der Vorsprung noch groß? Lukas Spengler schlägt sich hier beachtlich für sein erstes richtiges Profirennen und fährt hier richtig gut mit in dieser Ausreißergruppe. Aber ich denke, alle Mühe zum Trotz wird das hier im Sprint entschieden. Und die Ausreißer werden wahrscheinlich eingeholt. Ein Fahrer ist zurückgefallen. Das ist Belly von der Mannschaft Orica. Also, immerhin. Al-Ali Ibrahim und auch Al-Murawi halten schon mal länger durch als der eine oder andere Erstligist. Also auch das nicht schlecht, muss man sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, und ich würde sagen, wir bereiten schon mal unseren Sprintzug vor. Und es tut schon weh, so einen wie Murawi da reinzustellen. Aber ja, so ist es halt, ne? So ist es halt einfach. Also du folgst ihm und er folgt dir. Was ist das hier für ein Zeichen? Ich will aus Zug nehmen. Nein. Ach so, okay, verstehe, alles klar. Nee, verstehe ich nicht. Was bedeutet das? Keine Ahnung. Wird schon zu irgendwas Nutze sein. So, Spengler macht mal nichts mehr, denn die Vorbereitungen haben begonnen. Al-Murawi wird unser erster Mann hier sein.
Ich erstmal vom Popel oder so, ja, mal schauen. Erstmal ein bisschen chillen, ne? Nicht sofort Vollgas geben, nicht, dass er dann platt ist. Kennen ja unsere Pappenheimer und Almoravi ist sowieso einer dieser Arten von Sprintern, die man mit Samthandschuhen anpacken sollte. So, Spengler ist wieder mit drin, kann ein bisschen runtergehen vom Einsatz her. Wurde eingeholt, aber es war doch ein ganz gutes Debüt in der zweiten Liga für Lukas Spengler. 8 Kilometer vor dem Ziel wird er hier eingeholt, hat sich mal gezeigt, hat sich mal präsentiert, hat gesagt, hui, da bin ich. So schnell kann es gehen, ne? Und jetzt halten wir mal hier in den Sprint rein. Wer ist denn hier nochmal dabei? Buda ist dabei, ich halte sie im Kopf nicht aus. Der, den wir versucht haben zu verpflichten, und jetzt fährt er hier gegen uns in dieser Sprintankunft. Aber so ist es nun mal, ne? Und jetzt Almoravi, der gibt jetzt hier richtig Gas, gibt hier richtig Dampf und zieht den Sprint hier mal an. Für Zachary Dempster. Und der macht dann das Lead-Out für... Na komm, kannst schon mal starten. Für Stewie. Bin mal gespannt, ob das hier so klappt, wie wir es uns vorstellen. Versuch mal, Stewie zu folgen, wenn du es schaffst. Okay, Dempster. Jetzt vorne. Beginnt mit dem Sprint. Stewie am Hinterrad. Und jetzt muss er rauskommen. Und ich bin gespannt. Band, ja, ist er jetzt auch noch eingebaut? Kein guter Sprint, kein guter Sprint. Schade, hat noch viel, viel Kraft übrig. Vermeldfort gewinnt und Rafa Stewie landet nur auf Rang 14. Ah, das lief nicht nach Plan, das lief nicht nach Plan. Almoravi 20. Naja, das geht. Ja, hier sehen wir nochmal den Sprint aus einer anderen Perspektive. Allerdings ohne den Sieger, oder? Keine Ahnung, warum es dieser Trackfahrer hier gezeigt wird. Oder war es der, der gewonnen? Nee, der hat nicht gewonnen. Boah, klappt nicht so ganz. Cohen, Vermeldfort von der Ruhnport-Mannschaft gewinnt vor Thomas Buda und Magnus Kurt Nielsen. Dann Danny van Poppel, Ponzi, Molano, Malucelli, Nesen, Gatto und van Avermaet. Das sind also die Top 10. Heute leider ohne unsere Beteiligung. Ja, hat nicht optimal geklappt, dieser Sprintzug, muss man einfach so sagen. Damit führt der Niederländer Vermeldfort auch in der Gesamtwertung vorerst vor dem Franzosen Buda. In der Sprintwertung ist er ebenfalls auf Rang 1. In der Nachwuchswertung führt dagegen Thomas Buda vor Kurt Nielsen und Gröndal Jensen, der mit in der Spitzengruppe war. Und in der Teamwertung haben wir BMC vor Direkt Energie und Team Sky Austria Cars. Man höre und staune auf Platz 4 momentan. Mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird im Laufe der Rundfahrt. Ja. War definitiv nicht perfekt, dieser Sprint. An Rafa Stewie lag es mal nicht, würde ich sagen. Hat halt einfach nicht so gut geklappt, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. War da eingebaut im Sprint und konnte nicht so richtig reinhalten. Hatte noch ordentlich Kraft übrig. Also daran lag es nicht. In diesem Sinne, ja. 3 Teams werden eine Wildcard für die Tour de France erhalten. Wie gesagt, Caja Rural ist das 19. World Tour Team, deshalb geht eine verloren. Und das sind die Teams Aqua, Blue Sport, Cofidis, Delco, Direct Energy, Fortuneo, Gazprom und Wanty, die sich da beworben haben. So, Quickstep Floors bleibt bis 2020 erhalten. Schön, schön. Was haben wir noch? Tom Dumoulin hat die Santos Down Under Tour gewonnen. André Greipel die Schlussetappe. Okay. Ja, nach den Trainings müssen wir auch gleich mal schauen. So, Strade Bianche gibt es keine Einladung. Vuelta Ciclista Catalunya wird das erste Ziel für Brajkovic werden. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir da sind. Aha, aha. Tour de France. Ah, die Wildcards gingen an. Direkt Energie. Fortuneo und Cofidis, also an die Franzosen. Caja Rural wird ja sowieso teilnehmen, ne? Ja, hier sind sie. Also, viel Spaß, Pascal. Viel, viel Spaß schon mal bei der Tour de France, die ja dieses Jahr auch für dein Team losgehen wird. Ich bin sehr gespannt, was Pascal macht, ganz ehrlich. Ich bin da sehr gespannt drauf. So. Ha, ha, ha. So, hier haben wir uns beworben. Gegen 5 andere Teams müssen wir uns da durchsetzen. Bin gespannt, ob wir die Wildcard kriegen. Wahrscheinlich eher nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, und 200 Euro haben wir bei den australischen Meisterschaften gewonnen. Immerhin, ne? Früh übt sich. Und so. So, das ist die nächste Etappe. Schauen wir es gleich an. Sunweb bleibt bis 2021 erhalten.
Ach, direkt Energie kriegt die Wildcard bei Paris-Nizza. Schade. Und Brajkovic. Janis Brajkovic nähert sich allmählich seinem nächsten Ziel, die Volta Ciclista Catalunya. In Anbetracht dessen startet er langsam seine Vorbereitung. Ja, nee, das kennen wir ja schon. Schauen wir uns mal kurz an. Die nächste Etappe wird ein Hügelfinish werden. Favoriten sind Wout der Poels, Henao, Port, Van Avermaet und Vogelsang unter anderem. Mal schauen, was wir da für eine Rolle spielen können. Ob vielleicht Berhane für eine Überraschung sorgt oder Stewie oder was weiß ich wer. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Etappe hier beim Pro Cycling Manager. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß am Projekt wie ich. Und dann sage ich mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Fritte.